Also, ich habe es jetzt durch die Sicherheitskontrolle geschafft. Meine Brötchentüten wurden nach Drogen abgetestet. Ich denke mir so, wow, ich tue wirklich keine Drogen. Egal, ich habe keine Drogen dabei, aber gut, dass darauf getestet wurde. Jetzt muss ich nur noch mein Geld finden und dann habe ich es geschafft. Also jetzt habe ich wirklich jeden verabschiedet, alle hinter mir gelassen, jetzt bin ich hier ganz allein. Aber ich glaube, ich schaffe das schon. Also muss ich auch, weil sonst komme ich nicht an, das ist schlecht. Ja. Okay, nächster Zeitpunkt. Ich bin jetzt im zollfreien Bereich. Das Einzige, was ich da immer mache, ich frage mich, welche Personen hier wirklich was einkaufen. Aber ich suche mir mal das teuerste Parfüm aus und mache das dann auf meine Arme, auf meine Hand und an meinen Hals. Ja, das ist das Einzige, was ich jetzt vorhabe, weil ich habe noch, glaube, 2,5 Stunden Zeit oder so. Ich habe halt nichts zu tun. Also mache ich jetzt nur das. Also, das hier ist es jetzt geworden. Weil es ist leicht grün und das hat mir gefallen. Deswegen rieche ich jetzt schön nach Paris Lioville Chanel. Wie auch immer. Okay, ich schlende jetzt hier auch noch kurz durch den Alkohol, also hier ist sehr viel. Und das Teuerste, was ich hier bis jetzt gefunden habe, ist eindeutig hier dieses Dom Perignon. 1.700 Euro für eine Flasche Alkohol. Also, das könnte mir nicht passieren, dass ich das trinke. Außer es wird mir geschenkt, dann würde ich schon trinken. Naja, kann auch ein bisschen gucken, was hier alles so gibt. Das ganze Rest ist ein bisschen, oh, das ist ja hier, das kann man sich ja leisten. Ah, da habe ich was gefunden. 2.000 Euro. Wow. Man sieht nicht mal die Flasche, so teuer ist das. Da sieht man nur noch eine Box. Wer macht sowas? Wer kauft hier sowas ein? Okay, mal sehen, ob wir das noch toppen können. Da, ich habe schon was gefunden. Da, 3.400 Euro. Die Koffer werden auch immer größer. Daran erkennt man auch, wie wertvoll es ist. Aber wie groß der Koffer ist. Naja, Aperölchen kann man sich auch hier holen. Naja, vielleicht sollte ich jetzt wirklich mal mein Geld suchen, weil das habe ich noch gar nicht gemacht. Aber ich sehe es irgendwie noch nicht ein. Oh. Absolut Wodka mit der Regenbogenfahne. Mega. Obwohl es nicht mal mehr Juni ist. Ja, nee. Ansonsten gibt es ja auch gar nicht so viel Spannendes. Ich gehe jetzt mal auf die Suche nach meinem Geld. So schön sportlich wie ich bin, laufe ich natürlich nicht hier auf diesen Dingern, sondern laufe immer schön selbst. Weil jeder Schritt macht fit. Und ich will ja fit sein. Deswegen wird hier schön lang geschlendert. Ja, halt wirklich nicht so viel zu tun. Ist ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Also, noch bin ich gar nicht so lange hier. Ja, ich kann gleich ein bisschen Schwedisch lernen mit Duolingo. Der gute Vogel hilft mir immer schön. Ansonsten wirklich gar nichts zu tun. Ja, ich kann mal mein Outfit zeigen. Los. Oh, meine Hose ist mir gar nicht. Ich habe meine dicken Dogs an. Weil die haben nicht in meinen Koffer reingepasst. Die sind viel zu fett. Deswegen cool. Ja. Also irgendwie sehen Flugzeuge von vorne ein bisschen dumm aus. Die sind irgendwie so schmal. Generell. Auch wie klein diese Fenster oben da sind und so. Ja, ich glaube, wenn Flugzeuge Menschen wären, wären sie sehr dumme Menschen. Aber so cool sieht es auch aus, was man hier alles so sieht. Also, so viel sieht man auch nicht. Man sieht halt Flugzeuge. Wow. Okay, mein Gate wurde gechanged. Wow. Ich habe es gerade auf Englisch auf meinem Handy bekommen, deswegen mein Gate hat gewechselt. Deswegen bin ich jetzt wieder hier unterwegs, wo ich gerade eben so schön saß. Ich habe mich auch schon gewundert, irgendwie saßen da, wo ich gerade war, super viele Inder. Das geht halt schon nach Stockholm. Warum sollten da so viele Inder sein? Deswegen kommt das jetzt wenig überraschend. Ich muss eine kleine Weltreise hinlegen, weil dieser Flughafen viel zu groß ist. Aber ich habe ja Zeit. Ja. Irgendwie das ganze Essen hier sieht so lecker aus. Das ist viel zu teuer. Das sieht so lecker aus. Ja, also ich habe hier ein Brötchen dabei. Und ein Brot für meine Gastfamilie. Es wird auch erstmal bei der Sicherheitskontrolle auf Drogen getestet. Weil man weiß ja nie, ob ich vielleicht Drogen in meinem Brot schmuggel. Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen random. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, die einfach Brot mitnimmt. Aber ich dachte mir so, was ist in Deutschland richtig lecker? Das Brot. Deswegen Brot für meine Gastfamilie. Und Wein. Ich hoffe, der Wein geht nicht kaputt. Weil dann hätte ich wirklich in jedem meiner Pullis einen Weinfleck. Ich sag mal so, das würde mich ein bisschen ärgern. Aber ich habe da so alibi-mäßig auch eine Tüte drum gemacht, aber die Tüte war zu klein. Deswegen bringt es eigentlich auch gar nichts. Ich habe sie auch in der Mitte so eingebuddelt. Und drumherum sind viele Klamotten. So, meine Freunde sind einfach die süßesten. Wir haben jetzt zum Abschied einfach so ein kleines Büchlein gemacht, wo jeder, ja, so ein bisschen reinfällt, wo jeder so ein Bild mit mir hat von der Abschiedsfeier und dann hier so einen kleinen Text geschrieben hat. Das ist wirklich sehr, sehr süß. Ja. Also bis jetzt habe ich da noch kein einziges Mal reingeguckt. Ich habe es auch erst seit gestern. auf jeden Fall habe ich gerade ja eh nichts zu tun. Deswegen mache ich das jetzt mal. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe, dass mich das ein bisschen traurig machen wird. Aber ich habe halt noch eine Stunde Zeit. Ja, und es ist, glaube ich, wirklich sehr süß. Korrekt.
Spaß. Okay, also ich bin jetzt gelandet, es hat alles funktioniert. Jetzt kommt meine nächste Challenge, weil jetzt muss ich es schaffen, mit zwei Koffern, einem Rucksack, das war's eigentlich, auf jeden Fall muss ich damit halt Bus fahren. Also das Busticket hat gestern Abend leider nicht so ganz funktioniert. Ich habe zwar bezahlt, aber ich habe kein Ticket bekommen. Deswegen zeige ich jetzt gleich zumindest mal, dass das Geld weg ist. Ich hoffe einfach, dass er mich da mitfahren lässt. Wenn nicht, muss ich halt nochmal bezahlen. Wäre ein bisschen blöd, aber sonst komme ich hier gar nicht weg. Also was halt für eine Option. Aber jetzt brauche ich erstmal meine Koffer. Die sind mit da angekommen, aber ich denke eigentlich schon. Und ja, ich bin jetzt in Schweden. Okay, also ich habe das erste Kind jetzt schon mal weggebracht, zusammen noch mit der Mutter. Ein zweites Kind, das muss ich gleich noch wegbringen. Das hat schlecht geschlafen und deswegen wollte es noch ein bisschen zu Hause bleiben, aber erst später da sein. Mit dem dritten verbringe ich heute den ganzen Tag. Wir gehen wahrscheinlich zum Strand, picknicken da oder so, wird sich dann noch zeigen. Aber jetzt erstmal muss ich den Weg nach Hause finden. Ich sag mal so. Der Weg war eigentlich nicht schwer, aber ich war ja hier auch noch nie. Ich weiß auch leider nicht die Adresse. Also ich kann die bei Google Maps nicht eingeben, weil ich weiß nicht, wie die Straßennummer heißt und so. Aber ich bin jetzt einfach mal optimistisch, dass ich es finden werde. Weil wenn nicht, wäre auch schlecht. Nee, ich glaube, so schwer ist es eigentlich nicht. Genau. Ja, also die Morgende sind halt früh für mich jetzt. Weil ich schon sehr, sehr lange nicht mehr so früh aufgestanden bin. Aber an sich ist ja um 7.10 Uhr aufstehen jetzt auch nicht so früh. Also sollte ich mal einfach lieber still sein. Und am Wochenende kann ich jetzt noch ausschlafen. Ja, aber heute Morgen, ich war so müde. Aber die Kinder waren sehr wach. Also machen die einen irgendwie auch ein bisschen wach. Okay, hier kommt jetzt die erste Kreuzung. Ich weiß schon nicht, wo es lang geht. Ah, doch, ich weiß, wo es lang geht. Ich bin so gut. Naja, gut. Auf jeden Fall, ich mache mich jetzt mal weiter auf dem Weg. Also, es könnte so schön sein. Ich habe hier mein Frühstück gemacht, habe einen leckeren Kaffee, habe einen schönen Ausblick. Aber da drüben sieht man leider gar nicht. Da ist auf jeden Fall eine Baustelle und die sind echt laut. Also ich dachte, ja, in Schweden, da kannst du so zur Ruhe kommen, hier ist nichts los, es ist leise. Ja, nicht, wenn direkt neben ein Haus gebaut wird. Wir nehmen gerade den ganzen Boden auseinander, machen, wo man Berg war, einfach eine gerade Fläche hin. Und keine Ahnung was, ist ja auch eigentlich okay. Aber ich wollte in Ruhe frühstücken, meine Güte. Naja, frühstücke ich halt jetzt nicht in Ruhe, aber trotzdem mit der schönen Aussicht, immerhin. Also, ich habe jetzt mal meine erste Aufgabe hier im Haus verrichtet. Ich habe die Wäsche gemacht. Ich kann euch gerade mal zeigen, wie das jetzt aussieht. Also, so sieht es gerade aus. Ich musste halt immer raten, wem was gehört, weil ich kenne die ja nicht. Es war alles hier sind so zwei von diesen blauen Beuteln, weil die Waschmaschine hier gerade kaputt ist. Hier habe ich jetzt noch die ganzen Socken, darum muss ich mich jetzt auch noch kümmern. Aber ich bin ein bisschen stolz auf mich. Also das war alles wieder noch aufgehängt, deswegen musste ich das nicht machen. Ja, also Falten ist halt wirklich gar nicht meine Stärke. Aber so ist es okay, denke ich mir so. Dürfen einfach nicht zu genau hingucken, weil damit sieht man schon, dass es unordentlich wird. Aber so ist es okay. Ich habe gerade mal geguckt und die Weinflasche, sie hat es überlebt. Also, irgendwie schäme ich mich ein bisschen jetzt, dass ich denen einfach ein Brot schenke. Wahrscheinlich denken die so, ja, wir mögen eigentlich unser weiches Brot. Geh mal weg mit deinem krustigen Brot. Naja, aber jetzt ist es halt so. Ja, habe ich eigentlich schon gezeigt, dass die Kinder mir das hier so gebastelt haben. Das hier ist so ein Stiftehalter. Und das hier ist halt ein Türmchen. Und ich habe hier so Süßigkeiten. Also, ich mag eigentlich keine Gummibärchen, aber ist trotzdem sehr süß. Ja, und das hier ist mein Bett. Da habe ich aber allerdings auch ein Problem, weil einfach diese Spannbettlaken. Das ist actually ein bisschen zu kurz. Ich traue mich das irgendwie dir nicht zu sagen. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich es einfach dumm gemacht habe. Und deswegen einfach nur meine Schuld ist. Aber naja. Ja, das ist mein Zimmerchen. Bisschen unordentlich jetzt schon. Ja, ist halt gestern hier. Ups. So, ich war eben auf dem Weg zum See. Also zum Strand eigentlich. Mit der ältesten Tochter. Dann habe ich gemerkt, dass ich das Geld leider vergessen habe. Bin also zurückgegangen. Wir haben Freunde von ihr da getroffen. Deswegen ist sie einfach dann da geblieben bei ihren Freunden. Jetzt bin ich nach Hause gelaufen, habe dann die Mutter gefragt, wo das Geld ist. Hat sie gesagt, ich soll einfach die Karte nehmen. Und habe ich gesagt, ich kann da nicht mit Karte zahlen. Hey. Ja, dann habe ich halt gesagt, kann man nur mit
Bargeld bezahlen oder mit so einer App. Hat sie mir gesagt, ach ja, wenn es mit der App geht, dann sag mir einfach die Nummer und dann bezahle ich das. Und dann dachte ich so, wow, ich hätte also gar nicht, wow, das sieht gerade sehr dumm aus, wow, ich hätte also gar nicht nach Hause laufen müssen. Das ist ja wunderbar. Also an sich sind es auch nur so 5 Minuten Fußweg oder so. Nicht so schlimm. Aber ich habe halt ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt einfach allein da gelassen habe, die Tochter. Aber an sich war die gestern noch den ganzen Tag bei ihren Freunden. So, dass ich denke, dass es schon okay ist, wenn sie jetzt alleine da war. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt schon verkackt habe. Aber naja, wird schon nicht so schlimm sein, denke ich. Also, ich habe gerade die Geschenke überreicht. Irgendwie kam ich gestern nicht dazu. Auf jeden Fall, die Freude war wirklich sehr, sehr groß. Ich hatte auch ein bisschen Beratung von dem alten Au-pair. Die hat mir ein paar Tipps gegeben, was vielleicht ganz gute Geschenke wären. Ja, es war auf jeden Fall gerade sehr süß zu sehen. Und jetzt lege ich mich in mein Bett, weil ich bin fix und fertig. Es ist wirklich was ganz anderes und sehr anstrengend auch. Also es ist toll, aber auch natürlich ein bisschen anstrengend. Ist ja auch alles neu und so. Ich habe gerade mal in eine WhatsApp-Gruppe reingeschrieben von ganz vielen Au-pairs halt. Extra so eine WhatsApp-Gruppe für Au-pairs in Stockholm. Und das war auf jeden Fall das Beste, was ich hätte tun können, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, halt, wie ich jetzt Leute wirklich kennenlernen kann. Weil im Moment kenne ich halt nur die Familie und das ist ja auch gut, aber ich brauche schon auch noch ein paar Leute in meinem Alter. Und mir haben direkt so viele Leute geschrieben, also ich glaube, direkt haben mir 4 Leute geschrieben, in der Sekunde praktisch, wo ich es abgeschickt habe. Deswegen, falls ihr euch in einer ähnlichen Situation befindet, traut euch einfach in eine Gruppe reinzuschreiben, weil da sind halt 250 Menschen drin. Und ich dachte mir, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, weil da hat noch keiner reingeschrieben. Dann bin ich so die Erste. Aber es lohnt sich, weil dann ist man nicht mehr so allein und man kriegt direkt 1000 Antworten. Und von ganz vielen Leuten, die halt genau in der gleichen Situation sind wie man selbst. Und ich fand es gerade auf jeden Fall sehr toll und bin jetzt damit beschäftigt, also ein bisschen zu schreiben und mir das ein bisschen durchzulesen. Eigentlich wollte ich eine Serie gucken, aber da mache ich halt das. Also, ich habe gerade die Kinder weggebracht. Nochmal gemeinsam mit dem Arm. Und falls mir jemand sagt, dass ich morgens viel Energie habe, das ist nichts im Verhältnis zu diesen beiden Kindern. Heute Morgen beim Frühstück, die haben wirklich viel gemacht, aber nicht gegessen. Die haben rumgeschrien, rumgealbert. Keine Ahnung, was die alles gemacht haben, aber nicht gegessen. Ja, also ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass es sowas gibt wie in Kindergarten oder auch eine Kinderbetreuung, wo man die Kinder einfach mal hinstecken kann, wo die sich komplett ausfahren können, dann hoffentlich ein bisschen mit weniger Energie wieder zurückkommen, weil das ist echt crazy. Also an sich finde ich süß, wenn Kinder spielen. Aber wenn man einfach nur frühstücken möchte und kurz mal wach werden möchte, dann ist es doch irgendwie ganz schön viel am Morgen. Ja, aber naja. Jetzt habe ich noch meinen gemütlichen Morgenwalk. Und dann kann ich auch in Ruhe frühstücken. Ja, und habe jetzt erstmal ein bisschen Zeit für mich. Also, wir sind mal wieder am Strand. Ich bin ein bisschen wie die uncoole Mom, die einfach mal alleine sitzt, weil Agnes einfach immer irgendwelche Freunde sieht, zu denen sie dann geht. Ich habe ein Eis, jetzt mein Mittagessen. Ist mega, das Leben hier. Ja, naja, höre ich ein bisschen Podcast, ist auch okay. Bin ich einfach meine eigene Gesellschaft, ist gar nicht traurig, nein. Ich habe heute zum ersten Mal so richtig einfach ein bisschen Zeit für mich. Also nicht mehr nur den Abend oder so, sondern mal den ganzen Tag, weil Agnes und die Mom, die waren zusammen irgendwie unterwegs und deswegen hatte ich jetzt mal niemanden. Erst um 4 Uhr muss ich dann Douglas wieder abholen. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich erkunde mal ein bisschen die Gegend hier. Ich bin gerade durch so ein super süßes Dorf gelaufen. Da waren so sehr, sehr viele so kleine, typischen roten Häuser, wie man die so aus Schweden kennt. Wie man sich Schweden auch so vorstellt. Jetzt laufe ich hier durch so einen kleinen Märchenwald ein bisschen. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr süß. Und ja, was soll ich sagen? Also ich merke schon ein bisschen, dass ich es vermisse, so ein bisschen mit Leuten aus meinem Alter zu reden. Also ich kann natürlich meinen Freunden von zu Hause schreiben und so, aber die machen ja auch alle was. Und ich brauche auf jeden Fall hier so langsam mal ein bisschen Freunde, würde ich sagen. Aber ich bin ja auch erst seit 3 Tagen hier oder so. Also vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu ungeduldig. Ein bisschen zu, ja, also keine Ahnung. Manche ziehen ja die Kraft eher davon, wenn sie viel allein sind. Brauche ich ab und zu auf jeden Fall auch mal, aber ich brauche auf jeden Fall auch Freunde um mich herum und Gleichaltrige. Aber darum wird sich dann nächste Woche gekümmert oder so, wenn ich auch mal ein Busticket habe und so ein bisschen einen Plan habe, wie dann so eine normale Woche aussieht.
wenn die Kinder ganz regulär zur Schule gehen und nicht noch Ferien sind. Und ja, also ich werde ab nächster Woche auch 2 Hunde haben, 2 kleine Dackel, mit denen ich dann immer Gassi gehe. In 4 Wochen fängt halt erst die Sprachschule an, das finde ich ein bisschen schade, weil da könnte man ja eigentlich sonst auch ganz gut Leute kennenlernen. Aber ich bin in der WhatsApp-Gruppe ja drin mit vielen Au-pairs. Ich werde einfach dann mich mit einer von Dama treffen, denke ich. Ja, das Ding ist halt, Stockholm ist ja auch groß und wenn andere jetzt ja auch in Stockholm zwar wohnen, kann es trotzdem sehr weit weg sein von dem Stockholm, wo ich gerade bin. Weil es ja auch noch auf mehrere Inseln aufgeteilt ist und so. Ja, genau. Aber der kleine Spaziergang tut auf jeden Fall immer gut, damit ich auch mal so ein bisschen ein Bild bekomme von der Gegend hier. Weil ich war wirklich viel in dem Haus, bei dem Kindergarten und dieser Kinderbetreuung, wo Douglas immer hingeht und auch am Strand und so. Aber halt sonst auch nicht viel mehr. Ja. Hab gestern auch mal das Home Gym benutzt. War auch sehr cool. Und jetzt gehe ich ein bisschen hier durch den Wald. Ich bin heute auch ein bisschen krank geworden. Heute Morgen, als ich aufgewacht bin, hatte ich ungefähr gar keine Stimme. Und ich muss auch die ganze Zeit Pause machen, weil ich so angestrengt bin. Also gerade hier mein Handy zu halten, um das Ganze hier zu filmen, auch schon viel zu anstrengend. Naja, auf jeden Fall. Ach, es ist echt alles irgendwie spannend. Ich falle auch immer abends einfach totmüde ins Bett, weil es so viel auf einmal ist irgendwie so. An sich ist es nicht so anstrengend, was ich mache und so. Die Kinder sind ja auch wirklich süß. Wenn sie müde sind, sind sie sehr quengelig, aber schon sehr, sehr süß vor allem. Und im Haushalt mache ich auch nicht viel mehr, als die Wäsche und morgens ein bisschen die Küche auf Vordermann zu bringen. Aber ich glaube einfach, weil alles neu ist, ist mein Körper einfach angestrengt. Ich muss jetzt auch aufhören zu reden, weil ich hechel schon. Genau, habe auch schon wieder genug geredet, denke ich. Ja, ich dachte einfach mal, ich gebe schon mal so einen kleinen Überblick bis jetzt, wie alles so war und so, wie es ist. Ja, ich will auch mal die nächsten Tage, glaube ich, backen mit den Kindern. Ich weiß noch nicht, ob ich es dann bereuen werde. Aber ich dachte, ich probiere das einfach mal aus. So, jetzt kommen auch Leute, deswegen ciao, Kakao.